Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Majora's Mask. Wir gehen jetzt noch mal ganz kurz raus. Und ich weiß, ob ich die Fee verpasst habe. Ich habe die wirklich in einen anderen Raum verpasst und dann gehen wir jetzt kurz hin. Deswegen nach oben, kleine Deko-Link. Ich hoffe, Deko-Link beeilt sich mal. Deko-Link ist nämlich ein kleiner Lahmarsch. Ja, jetzt hat der Schalter. Ich habe mich gerade voll in diesen Schalter erschrocken. Alter. So, kleines Deko-Linkchen. Dafür, dass es der erste Tempel ist, finde ich den echt ein bisschen heftig. Keine Ahnung, er ist so von Denken her halt ziemlich hoch, habe ich irgendwie so das Gefühl. Diese Feen zu sammeln, keine Ahnung, das hatte ich in anderen Teilen nicht. Also, das Ding bleibt gerade nach oben. So. Ach da, ich sehe es glaube ich schon, wo es ist. Seht ihr diese Fresse da, wo dieses Ding? Wie soll man das erkennen, wo das Ding ist? Wollt ihr mich eigentlich alle verarschen? Das da ist doch nicht wirklich gut zu erkennen, oder findet ihr das, dass man das mit einer Leichtigkeit entdeckt, wenn man ich ist? So. Ist das echt so eine Scheißfee? Alter. Komm, Schatzi, komm her. Ja, jetzt die 15. Du hast alle verirrten Feen gefunden. Bring sie rasch zu ihren Freunden, die in gleichfarbigen Glanz erstrahlen. Geil. So, aber jetzt geht's auf zum Boss. Komm, jetzt gibt's Action. Jetzt werden wir für eine Runde verrecken. Es wird uns das nicht helfen, dass wir diese süße kleine Fee gefangen haben, wenn wir wirklich sterben. Das ist halt einfach wahrscheinlich. 15 Feen gefangen genommen. Und ich denke daneben, das ist der Feenbrunnen dann. Keine Ahnung. Ich denke, wir müssen danach einen Feenbrunnen finden. So, sind jetzt die Arschlochsviecher wieder da? Ja, natürlich sind die wieder da. Alter. Lasst mich alle in Ruhe. Ich habe keinen Bock. Okay, das war zu hoch. Ah, der erste war nice, oder? Der erste hat gesessen. Er ist so hoch. Alter. So, die haben wir schon mal. Oh, da habe ich den Arm erwischt. Es tut mir leid, du Misskultuller. Warte, ich habe nur 4 Pfeile. Und da sind, glaube ich, die anderen Dinger hier, die Fliege-Fliege-Viecher, schlimmer. Aber vielleicht schaffen wir das mit 2 Pfeilen, die zu killen. Will ich nicht mal ausschließen. Okay, wir schaffen das wohl nicht mehr. Okay, gut. Dann sind wir jetzt mal ein süßes kleines Dekutierchen und fliegen dann nach rechts. Alter, er ist so unfähig. Er fällt einfach runter und der hat dann auch noch Fallschaden. Welcher Welt gibt es denn sowas? Ich finde es irgendwie so von der Steuerung und so ein bisschen leichter als Ocarina of Time. Also ich weiß nicht, ob ich mir das jetzt nur einbilde, weil es der erste Tempel ist, aber ich finde es irgendwie so, wie sie es spielt, irgendwie leichter. Okay, dann schauen wir mal, dass ich mit dem Pfeil dann noch den da hinten kill. Der steckt halt da jetzt irgendwas fest. Aber wenn ich den halt nicht kill, dann nervt er mich dauerhaft. Hat er nicht mal einen Pfeil bemerkt und möchte mich nun angreifen? Ein wahrer Gegner hätte das getan. Oh, ich glaube, er hat mich bemerkt. Er ist trotzdem tot. Gut, dann schieße ich mal kurz das Ding ab. Ich hoffe wirklich, dass wir den Pfeil nicht für den Endgegner brauchen, aber ich. Der erste Endgegner im Ocarina of Time war ja auch mega easy. Das war diese komische Tarantula da. Wie hieß die? Ich kenne die aus Dings. Aus Hyrule Warriors. Wie hieß diese komische Spinne? Gohoma. Gohoma war der erste, genau. Und dann kam Volgia und ja,
Wovolga war eigentlich nur diese komische Wovolga, die man dann spielen konnte. Ich bin ein riesiger Fan von Harry Warriors übrigens. Ich glaube, das habe ich aber schon mal erwähnt. Also das habe ich echt gern gespielt. Und spiele ich auch echt gern, also. Ich denke, wir können rüberfliegen sogar bis zum Anfang. Das war nämlich letztes Mal mein Fehler, warum ich da nicht hingekommen bin, weil ich nicht versucht habe, dahin zu fliegen. Ich denke nicht, dass wir das Deko-Link spielen, außer wir sind jetzt gleich in so einer Sumpflandschaft. Das kann ich natürlich nicht ausschließen, aber ich hoffe jetzt einfach mal nicht. Ich hätte gerne ein paar Pfeile. Okay, vielleicht bekomme ich drin Pfeile. Wir werden alle sterben. Bomben. Sieht nach Dingen mit Bomben aus. Bombis. Ganz viele Bombis. Das hier sieht aus wie was eine Krankheit hat. Willlose Dschungelkrieger und Walla. Ich glaube, ich sollte ihn mit Bomben bewerfen. Einfach so wahllos mit Bomben. Bah, der steht ja schon neben mir. Damit habe ich jetzt irgendwie nicht so gerechnet. Kann ich ihn irgendwie vielleicht anwiesen? Ach, der hüpft immer hinter mir her. Kann ich den vielleicht mal anwiesen? Okay, der sieht böse aus. Er sieht sehr böse aus. Er sieht böse aus. Was kann ich in der Mitte tun? Ach, aus der Mitte kam er wahrscheinlich. Da kann ich mich irgendwie werfen. Bah, es ist dunkel. Wenn ich ihn einfach so abschießen würde, rein theoretisch. Wenn ich das jetzt mit so rollen und... Was sagt Taya dazu? Taya, ich brauche mal kurz deine Hilfe. Kommst du ihm zu nahe, wirst du es bitte bereuen. Ja, das sehe ich gerade. Okay, er hat so ein Schwert in der Hand. Das ist immer so ein bisschen bestes Zeichen. Okay. Ich brauche eine neue Taktik. Ich habe keine Ahnung, wie ich den besiegen soll. Corona kann wieder gemeldet. Was macht ihr da? Was ist das? War ich so gut, dass ich es jetzt ernsthaft geschafft habe, irgendwas hier anzulocken? Die Spinnen, oder? Klasse Spinnen. Hast du mich vielleicht in Ruhe oder ist das nicht so möglich? Alter, wie viel ziehen die? Können die wenigstens Herzen kloppen? Ja, das Ding hat Herzen getroppt. Warum das macht so viel hier? Hier ist ne ran. Du dumme Scheißviech. Alter, was ist das für ein Vieh? Ich habe den, glaube ich, noch kein einziges Mal getroffen. Ich habe keine Ahnung, was ich tun soll. Ich bin in einem Feuerkreis. Schön. Wird hier enger? Bilde ich mir das gerade ein oder wird hier enger? Schön. Sehr schön. Das wirkt hier irgendwie... Schön, ich freue mich darüber, wo wir hier gerade gelandet sind. Vielleicht muss ich ihn abschießen. Okay, ein paar Spinnen. Ist doch auch schön, mit so ein paar Spinnen eingesperrt zu sein. Boah, ich habe mich rausgeguckt. Ich hatte Angst vor ihm, okay? Wo ist es? Der schreit einfach dauernd nur Dahu, Dahu, Dahu. Au! Und Taya, die hier noch klingelt, ist mir wirklich keine Hilfe. Okay, abschießen bringt nichts. Okay, er beschwört, glaube ich, irgendwas. Ich greife ihn einfach mal an, wenn er was beschwört. Okay, ich höre auf, ihn anzuvisieren. Anvisieren ist gerade irgendwie ganz schlecht. Okay, ich gehe mal weg von diesen komischen Fledermäusen da. Die sind ja vielleicht mit Motten, was das sind. Was macht man gegen Mr. Dahut? Der Hut, der Hut, der Hut. Das ist so ein bisschen nervig gerade. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Können jetzt diese Viecher endlich auf mich zu freuen? Okay, ich probiere einfach mal weg von denen. Ist doch gar keine Lösung, was ich da mache. Alter, schmeißt mir hier noch mehr dagegen.
muss ich die Bomben doch verwenden? Also ich meine, die sind ja bestimmt nicht umsonst hier. Wo ist denn da hier der Hut gerade? Ich glaube, da hinten treffe ich ihn tatsächlich nicht mit dieser Bombe. Ah, doch, ich habe ihn getroffen. Das war's. Ich hab den einmal mit einer Bombe treffen müssen? Wait, what? Was lief hier gerade fehl? Also ganz ehrlich, das kann es nicht gewesen sein. Das war's. Was habe ich immer für ein Glück mit den Endgegnern? Stell ich mich immer so doof an, dass man mir den Endgegner immer schenken muss irgendwie? Du hast den Herzcontainer erhalten, deine Energieleistung erhöht sich, mein Herz hast du mit deiner gesamten Energie wiederhergestellt. Das ist irgendwie... Ja, wie das jetzt passiert ist, kann mir, glaube ich, auch keiner sagen. Odol war's, Vermächtnis ist auf dich übergegangen. Der reine Geist, den diese Maske im Körper Odolwas gefangen hielt, ist nun wieder frei. Dir gebührt der Dank für seine Rettung. Okay, cool. Ich habe jetzt einfach eine Maske bekommen. Die kann ich jetzt wahrscheinlich aussetzen und dumm durch die Gegend springen und Odwoi schreien. Odwoi. Okay, eine süße kleine Szene. Was ist das? Das freue ich mich auch. Also keine Ahnung, der Endgegner, irgendwie war der doch jetzt gerade lächerlich, oder? Ich habe den jetzt vielleicht einmal getroffen. Hat irgendwie eine dunkle Macht ihn besiegt, hat das Horror-Kind vor mir schon das Viech besiegt. Warte, hör doch. Er scheint etwas zu sagen. Odwoi? Kann es sein, dass er uns durch seine Weinen so etwas wie eine Melodie lernen möchte? Steh nicht einfach herum, schnapp dir dein Instrument. Was, ob das wohl ein Lied ist? Alter. Okay. Rechts unten, unten, rechts oben. Du, 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 du. Du hast den Gesang des Himmels erlernt. Okay, was kann der? Ist der krass? Wahrscheinlich eher ist er nicht so krass. Und das hat er gesagt. Okay, wir sollen hier den großen Odowul rufen. Läuft. Läuft auf jeden Fall. Wo ist jetzt die Feenquelle da? Wird jetzt das Wasser hier sauber? Ich will es hoffen, Alter. Und ich hoffe auch, dass es über die Zeit, wenn ich die Zeit zurückspule, dass es auch so bleibt. Alles andere wäre höchst asozial. Diese vier, von denen Tael gesprochen hat, denkst du, er meinte den Geist, der in dieser Maske gefangen war?
Oh hey, du hast dich gar nicht mal so dumm angestellt. Echt, danke. Hast du etwas schon mal gemacht? Boah, ich habe auch gar nicht auf Tempel gespielt. Yay! Und habe mich nicht allzu blöd angestellt, nur im Waldtempel. Lass jetzt nur nicht nach. Mach so weiter und rette die anderen drei. Hey! Was ich getan habe, ich meine dein Pferd und so, ich entschuldige mich. Entschuldigung. So, ich habe mich entschuldigt. Ich will jetzt keine Vorwürfe mehr hören. Einverstanden? Wir haben der Prinzessin geholfen, so wie es der Affe wollte. Unser nächstes Ziel sind die Berge. Lass uns gehen, damit das Horrorkind nicht noch mehr Schaden anrichten kann. Wir müssen jetzt erstmal zu der Fee. Und ich denke, dass wir auch noch so eine Prinzessin retten müssen, die wahrscheinlich da hinten ist. Das sieht nach Prinzessin aus. Ist nämlich hässlich. Okay, wir machen an dieser Stelle einen ganz kurzen Cut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.